Nice. Hier nehme ich gut ein. Künste. Wir machen mal alles nach unten. Eigentlich brauche ich davon alles nicht. Es ist eine Simulation. Machen wir nur den Level-Design. Ich mache jetzt einfach nur eine Sache. Ich meine, wozu brauche ich eine KI, wenn es ein Musikspiel ist? Na, geht schon runter, aber es ist noch ziemlich hoch. Und ja, Geld kriegen wir bestimmt gut rein damit. Die Grafik da. Sounds machen wir aber ganz hoch. Grundtöne. Ja, die machen wir auf alle Filme mit rein. Das ist ein Musikspiel, dann kommen da auch die Töne und Sounds komplett hoch. Ah. Weiß nicht. Wir hatten 70.000. Oh, fuck. Oh, verdammt, verdammt, verdammt. Nicht dieses Wort. Ich habe vergessen, die Bugs rauszuholen. Verdammt. Das war nicht so schlau. Ich hätte warten sollen, bis er die Bugs gemacht hat. Kann ich so nachträglich noch die Bugs weghauen? Ah, scheiße. Nein, ich will nicht. Ich kann es später noch umbenennen, okay. Ich will es auch nicht. Nein, ich will es wegschmeißen. Nein, warte. Forschung, Spielerbericht erstellen. Historisch. Ah, verdammt, das hat jetzt 4 Bugs. Forschung ist wichtig, um neue Optionen freizuschalten und bessere Spiele zu entwickeln. Du solltest versuchen, genügend Forschungspunkte zu sammeln, um ein eigenes Spiel-Engine entwickeln zu können. Das kann drastisch verbessert. Ah, mich stört das gerade, das hat Bugs. Hinweis, versuch Spiele mit verschiedenen Themen und generell Themes und Genres zu entwickeln. Um einen kleinen Forschungsboost zu bekommen. Was willst du erforschen? Eigene Spiele-Engine? Achso, ja, das andere könnten wir gleich lesen. Nehmen wir ein neues Thema und zwar Rhythmus Evolution. Oder? Ja, Evolution. Wir brauchen unten was. Eigene Spiele-Engine ist scheiße teuer. Ah, Ozu. Wir haben erste Version für das Spiel Ozu. Nein, die Bugs. Die Bugs. Ah, macht mir Spaß. Drei. 2. Aber keiner schreibt was über Bugs. Zu viele Bugs. Ja, ich hätte es nicht sagen können. Sorry. 3322 ist nicht so gut. Das 2,5, das ist. Aber es verkauft sich. Es verkauft sich. War schon am Ende. Du hast die Evolution freigeschalten. Ich hab die Evolution erschaffen. Forschung. Neues Thema. UFO. Machen wir einfach mal ein paar durch. Auch wenn ich eigentlich nicht das Geld dafür hätte. Oh, es wurde weg. Einzelnes Game wurde vom Markt genommen. Es wurden über 6.000 Einheiten verkauft und 44.000 Umsatz erzielt. Spielhistorie. Eins nice Game. 4,25 hat es und das hier hat eine 2,5, ne? Ja, 2,5. Verkaufte Stück sollen kosten 31.000 Einkommen. Wir haben wenigstens Plus gemacht. Hier ist es schon. Mal gucken. Grenzwertig, sagen wir es so. Müssen wir gerade gucken, dass er hier mal fertig wird. Dann können wir nämlich ein neues Spiel produzieren. Du hast erfolgreich das Thema UFO erforscht. Neues Spiel entwickeln. Thema wählen. UFO-Evolution wäre toll. UFO-Abenteuer. Weltraum-Abenteuer. Weiß nicht, jetzt gehe ich einfach mal auf das obere. Bitte kaufen. Textbasiert? Nein, 2D-Grafik. Ich mache keine textbasierten. Ich brauch Geld, sonst bin ich pleite. Abenteuer braucht Story. UFO braucht Gameplay, aber auch die Engine. Das machen wir gleich, aber die Story sollte schon vorhanden sein. Zufall verkauft sich der besser als die Konkurrenz der PC. Kunden bevorzugen ihn gegenüber anderen Heimcomputer aufgrund seiner niedrigen Preise und der besseren Verfügbarkeit der flexiblen Hardware-Konfiguration. Experten schätzen, dass dies das Ende der rivalisierenden Hardware-Hersteller sein könnte. Oh nein, 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 nein. Ah, diesmal achte ich aber auch schön auf die Bugs. Also das versaue ich nicht nochmal. Oh, ich glaube, ich stoppe das Spiel irgendwie auf Pause oder so. Abenteuer, künstliche Intelligenz, Abenteuer, Dialoge, Level Design, künstliche Intelligenz. Ja, machen wir so. Dialoge in einem Abenteuer? Ja, warum nicht? Mein Geld geht immer weiter runter. 15.000 nur noch. Noch 3.900, dann habe ich Plus gemacht mit Ozu wenigstens. UFOs, Spielweltdesign und Grafik. Die Sounds machen wir mal so. Grundtöne hauen wir trotzdem wieder rein.
3.500. Ich glaube nicht, dass wir mit Oso Plus machen. Nein, 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 nein. Das wird, ja, Oso wurde vom Markt genommen. Spielerhistorie. Insgesamt 3.3 Verlust hier. Aber insgesamt haben wir 10.000 sozusagen plus, aber wir haben nur noch 11.000 auf der Bank. 3.000 auf der Bank. Oh, ich habe fast wieder gedrückt. Schnell, hau die Bugs weg. Bugs weg, Bugs weg, Bugs weg. Gerüchten zufolge geplant, die japanische Firma in Nintendo eine eigene Heimkonsole auf den Markt zu bringen. Nintendo ist bekannt für das sehr erfolgreiche Arcade-Spiel Donkey Kong. Ich lese das richtig vor. Viele Branchenexperten bezweifeln zwar, dass Heimkonsolen ein Renner werden, aber wir sind gespannt darauf, was Nintendo liefern wird. Ich kann jetzt noch warten und das hier verbessern lassen. Das hilft mir bei der Bewertung, aber ich bin im Minus, ich muss feststellen. 5000 im Minus schon. Verdammt. Levelaufstieg, Gameplay. Levelaufstieg, Leveldesign. Oh, nee, das war's. Ja. Spiel veröffentlichen, schnell. Und gleich neues Spiel entwickeln, sofort. Thema Evolution diesmal. Die Evolution ist ein Rollenspiel, sagen wir mal. Und wer hierauf. Der Mensch. Ich bin sehr kreativ mit Namen, ich weiß. Danke. Kreativität. Dein Konto ist im roten Bereich. Oh Gott, stimmt, das hat ja nochmal. Geld kommt. Der Bankdispo von 50. Aber sei vorsichtig, wenn deine Bilanz unter 50.000 fällt, geht es über Konto. Ja, bitte kaufen, geht auf den Markt. Bitte sei erfolgreich, ich brauche Geld. Ja, 5 ist gut, 5 ist gut. Du kommst auf 6? Ja, 6! Das ist so. Schöne Geldverschwendung 3, ne? Was? Und komm, 7, 7. Auch 6. Eigenartig, aber gut. 6, 6, 5, 3. 4, 4, 5. Das ist eine 5, oder? Das ist durchschnittlich 5? Nee, doch, ja. Evolution Mensch. Rollenspiel. Die Engine packen wir mal hoch. Ich weiß gerade nicht. Gameplay. Machen wir es einfach so hier. Da weiß ich gerade echt nicht, worauf ich gehen soll, aber ich muss hier schnell ranhauen. 4,25? 2,5? 5! Ja, genau 5. Perfekt. 54.000 hat es gekostet. Ich muss mindestens 54 wieder reinkriegen. Bin schon 34.000 im Minus. Auftragsarbeit. Hi, ich habe gerade Bitte kaufen und ich bin von ihrem Talent beeindruckt. Durchgespielt. Ich bin in der Auftragsvermittlung tätig und wir könnten ihre Fähigkeit gut brauchen, wenn sie jemals knapp bei Kasse sind, geben sie Bescheid und ich schaue nach. Oh, cool. Aufträge wurden freigeschaltet, um verfügbare Aufträge anzuzeigen. Schließe diese Nachrichten bitte. Irgendwie, ja, ja. Ui, bitte kaufen war es. Ja, bitte kaufen, es klappt. 13 Fans. Ja, es klappt. Evolution Rollenspiel. Diese Dialoge. Level Design, künstliche Intelligenz. Evolution ist künstliche Intelligenz. Dialoge hauen wir ein bisschen runter, machen die Welt ein bisschen schöner, oder? So. So passt schon. Ja, ich komme wieder in den grünen Bereich, oder? Bei den Zahlen, bitte. Spielerwelt. Grafik, Sounds. Grundtöne lassen wir wieder drin. Da sind wir mal nicht so geizig, auch wenn ich das mir eigentlich kaum leisten kann. Ja, Nintendo hat heute jüngsten Gerüchte bestätigt und die Veröffentlichung einer neuen Heimkonsole namens TES Anfang nächsten Jahres angekündigt. Die Konsole unterstützt Spielemodule und verfügt über einen einzigartigen Controller. Ja, ich bin im grünen Bereich. Ja, Bugs 3, 2. Ich bin wieder im roten, aber das kommt das gleiche wieder aus, oder? Jawohl. Gut. Komm, sammel noch ein paar Design- und Technologiepunkte. Sammelpunkte, los! Vielen Dank von Patrick und Daniel, Greenheart Games. Hallo Pandora, wir sind der Entwickler von möchtest du gekauft werden? Danke. Es bedeutet uns viel, dass wir Spiele mit dem Kaufen das sind so kleine Start-up-Unternehmen und dann möchtest du es uns. Oh. Ehrlich, du rockst. Vielen Dank und viel Spaß beim Spielen. Greenheart, die bringt schon geile Spiele raus teilweise, aber auch ein paar sehr merkwürdig. Ja, ich bin immer noch im grünen Bereich und ich glaube, hier kommen keine Punkte mehr. Also gehen wir jetzt einfach auf den Markt damit. 6 und 6 in beidem. Und ja, viele Levelaufstiegs. Selbst Pandora ist aufgestiegen, die Lusche, ey. Gut, was ist jetzt mit
Auftragsarbeit. Aufträge sind ein nützliches Mittel, um ein wenig extra Geld zu verdienen. Wenn ein Guthaben niedrig ist, um ein paar Forschungspunkte zu generieren, Aufträge manche, ist es notwendig, eine gewisse Anzahl an Design und Technologie zu machen, bis vor die Zeit abläuft. Entscheide mit Vorsicht, welche Aufträge du annimmst. Wenn du sie nicht in der vorgegebenen Zeit erfüllen kannst, musst du eine Strafe zahlen. Deswegen ist es besser, mit kleinen Aufträgen zu beginnen, um zu sehen, wie viel du bewältigen kannst. Kombination installieren beim Minecraft. Nino in 3 Wochen, 5 Wochen, für 2 und 15, 10 und 4, nehme ich das jetzt erstmal. Bitte kaufen wurde vom Markt genommen. Es wurden fast 10.000 verkauft. Ui.